Ja, ich weiß, das sieht nicht so aus, aber das hier ist tatsächlich ein Bahnhof. Genauer gesagt, der höchste Bahnhof Europas, Jungfraujoch. Ja, sehr interessanter Name, liegt an der Jungfrau, das ist ein Berg, der ist da in der Nähe. Der Bahnhof befindet sich auf circa 3500 Metern über dem Meeresspiegel, also wirklich ziemlich hoch. Ich war ja letztens in der Schweiz und ich habe schon einige Videos dazu gesehen und ich wollte da unbedingt mal hin und konnte dann zum Glück meinen Kumpel Loris dazu überreden, einen Ausflug dahin zu machen. Deswegen schauen wir uns im heutigen Video mal diesen Bahnhof ein bisschen genauer an. Let's go! Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Ich begrüße euch heute Morgen aus der Schweiz. Wir sind hier nämlich im wunderschönen Olten. Alle Schweizer einmal den Daumen nach oben drücken. Und ich bin jetzt heute nicht alleine unterwegs. Hier. Hallo. Komm jetzt. Ja, ich bin heute nicht allein unterwegs. Der Loris ist auch dabei. Alles fresh? Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Wie geht's? Gut geschlafen? Gut ausgeschlafen. Gut ausgeschlafen. Ja. Wir haben heute was richtig Geiles vor. Ich freue mich unfassbar, denn wir fahren heute nicht zum höchsten Bahnhof Deutschlands. Der ist nämlich 400 Meter hoch und in Berlin-Spandau, habe ich gerade erfahren. Auch ist nicht. Wirklich so? Das ist wirklich so. Nein, doch, Vorsicht, gelb. Ja. Ich habe mich übrigens vertan, der höchste Bahnhof ist Feldberg-Behrenthal auf 967 Meter. Und ja, Berlin-Spandau ist der längste Bahnhof, da habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Wir fahren auch nicht zum höchsten Bahnhof der Welt, der ist nämlich in Tangula in China und auf über 5000 Metern. Wir fahren heute zum höchsten Bahnhof Europas in Jungfraujoch. Jungfraujoch. Jungfraujoch? Ja. Achso, ja, meine ich ja. Genau, das ist der Bahnhof in der Schweiz. Du warst da schon mal, ne? Ja, ja. Und spektakulär? Ja, schon. Also vor allem für Touristen. Für die Schweiz ist es so mittlerweile wie normal. Ja, ich bin ja halt kein Schweizer, deswegen freue ich mich sehr. Und ich glaube, das wird ein richtig geiler Tag heute. Ich freue mich. Man muss einfach sagen, die Schweiz ist unfassbar schön. Und ja, let's go. Also ihr habt es hier schon wirklich sehr, sehr gut als Schweizer. Wenn man also bis auf die Baustelle halt jetzt so. Was sagt man auf Schweizerisch, wenn so verdammt? Was heißt auf Schweizerisch? Oh, verdammt. So, wir holen jetzt hier erstmal noch in irgendeiner Gemeinde mein Ticket ab. Loris hat das organisiert, damit ich nicht 200 Euro bezahlen muss, ne? Eine Tageskarte. Junge, also manchmal komme ich auch gar nicht drauf klar, was hier so bei euch in der Schweiz möglich ist. Naja. Kannst du mal den Zuschauern kurz erklären, wo wir jetzt als erstes hinfahren? Ja, jetzt fahren wir von Olten bis nach Interlaken Ost. Ich glaube, es ist etwas eine Stunde, ein bisschen mehr als eine Stunde. Und dann geht es nach Grindelwald. Von da aus nehmen wir, glaube ich, so einen Eige-Express und dann sind wir schon fast auf dem Jungfraujoch. Und müssen wir nicht auch Gondel fahren? Ich glaube ja, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich glaube aber ja. Okay, das ist jetzt der erste Zug. Let's go. Ich finde, eure Städte hier heißen echt lustig. Wir sind jetzt in Spiez, ja. Und dann besteigen wir das Jungfraujoch. Das kommt, glaube ich, nicht so lustig an bei der Zuschauerschaft. Aber ich schneide es trotzdem rein. Ich blende euch hier jetzt auch mal unseren Fahrplan ein. Wir fahren heute 3 Stunden 13, müssen dreimal umsteigen und dann sind wir in Jungfraujoch. Also als Deutscher ist man wirklich neidisch auf eure Landschaften hier. Das ist ja geisteskrank. Alter, guck mal da vorne. Mein lieber Herr Gesangsverein. So Leute, das hier ist jetzt unser nächster Zug, beziehungsweise der da hinten. Wir müssen nicht nach Lauterbrunn, sondern nach Grindelwald. Grindelwald. Ey Loris, wie kann es denn sein, dass der Zug 3 Minuten Verspätung hat? Also das habe ich ja in Deutschland noch nie gesehen. Das ist viel. Jede Schweizer ist kein Spaß. Jede Schweizer immer so, was, 3 Minuten Verspätung? Schon wieder die SBB, unpünktlich, unzuverlässig. Ich denke mir immer so, ihr wart noch nie in Deutschland. Ne? Also das muss man wirklich sagen bei euch in der Schweiz. Ich finde, Zugfahren hier ist ein richtiges Erlebnis. In Deutschland denke ich mir immer, boah, gar keinen Bock, ich muss morgen wieder Zug fahren. In der Schweiz kann man sich darüber freuen. Warum meinst du? Ja, wegen der Landschaft und so. Und keine Ahnung, das ist hier ein ganz anderes Feeling. Ja. Ja, naja. Jetzt wird es gerade nochmal krasser. Jetzt wird es nochmal krasser? Ich hoffe sehr, dass wir aus dem Leben rauskommen. Ich bin gespannt, Leute. Und wir sehen uns. Nächster Zug steht an. Zwei Lutschinen. Dieser Zug fährt weiter nach Grindelwald. Zwei Lutschinen. Reisende nach Lauterbrunnen. So machen das so Mädels immer. Yeah.
So Leute, mittlerweile angekommen hier bei der Gondelbahn, richtig? Ja. Wir fahren jetzt mit der Gondel noch ein Stück hoch und dann fahren wir mit Zug wieder, ne? Genau, ja. Alter, ja, wirklich crazy. Ich muss sagen, auch hier sieht es schon super aus. Weißt du, wie hoch zum Beispiel jetzt dieser Berg da oben ist? Ich weiß nicht genau, wie hoch. Aber wir fahren ja noch höher, ne? Ja. Ich muss gerade überlegen, ob das, glaube ich, die Eige Nordwand. Also Leute, ab in die Gondel. Und wir sind aber immer noch eine Stunde unterwegs. Also das ist echt noch ein Stückchen, obwohl wir schon mitten in den Bergen sind. Zusammen. Okay. Danke. Merci auch. Hier, aber Bonbon ist auch noch dabei. Dann ja, geht's. Ja, ne? Dann geht's. Da gleicht sich schon wieder aus. Ey Loris, ich werde noch arm hier bei dir in der Schweiz. Das ist ja unfassbar. Aber wir können jetzt wenigstens da reinlaufen. Junge, die teuerste Fahrt, sogar Glacier Express war günstiger. Also Leute, wie ihr sehen könnt, wir haben leider nicht ganz so gutes Wetter. Aber ich bin hier. Du bist da. Mein Sonnenschein. Mein Sonnenschein. Ich komme nicht klar auf die Preise hier bei euch in der Schweiz. Wirklich, wir haben jetzt einfach für diese Hochfahrt bis zur Jungfraujochstation 164 Schweizer Franken bezahlt. Digga, davon lebe ich eine Woche in Deutschland. Also für die, die da wirklich hochfahren wollen, überlegt es euch, weil das ist teuer. Auch wenn ich jetzt nicht Loris gehabt hätte, ich hätte mir auch einen Pass kaufen müssen für die Züge. Wie viel wäre das ungefähr gewesen? Boah, auch nochmal 130. Okay Leute, wir haben es fast geschafft. Bergstation der Gondel und hier fährt jetzt ein Zug. Das muss man sich mal vorstellen. Hier fährt ein Zug. Oh, mein Ticket. Oh, der Zug kommt ja schon. Okay, ab in den Zug. Fahren wir bis da ganz oben? Ja. Kurz, man sieht, siehst du das ganz oben? Ne? Oben links? Die letzte Fahrt mit der Jungfraubahn bis zum Top of Europe dauert dann noch ungefähr so 20 Minuten. Das ist aber echt nicht spektakulär. Man fährt halt die ganze Zeit nur durch den Tunnel bzw. durch den Berg und ja, es ist halt durchgehend dunkel. Man kann das gar nicht erkennen auf der Kamera, aber hier geht es auf jeden Fall jetzt extrem steil berghoch. Es ist eigentlich wie so eine Achterbahn, die so hochgezogen wird. Ich muss mich hier richtig abstützen, damit ich nicht so runterrutsche. Achtet mal darauf, wie schräg der steht. Dann ist uns noch aufgefallen, dass wir gar keine Handschuhe dabei hatten, weil oben war es ja schon sehr, sehr kalt. Ich glaube ungefähr minus 20 Grad an dem Tag. Was kostet denn dann da oben was zu essen? 140 Euro? Keine Ahnung, aber wahrscheinlich beschissen. So Leute, oben angekommen. Also die Fahrt hier war jetzt nicht spektakulär, wir sind halt die ganze Zeit nur durch den Tunnel gefahren. Aber egal, wir sind jetzt auf 3500 Metern. Ja. Ich finde, man merkt ein bisschen, dass hier die Luft dünner ist, oder? Ja. Also ich bin direkt außer Atem. Ich krank bisschen Kopfschmerzen. Alter, wie krass. Ich glaube, vom Höhendruck auf. Oben angekommen ist mir aufgefallen, dass es in diesem Bahnhof gar kein Starbucks, kein Pizza hat, nichts gibt. Also total komisch. Ey, wir gehen jetzt gerade hier auf den Top und ich muss sagen, mir ist echt schwindelig. Ey, das hatte ich noch nie. Ich kann eigentlich alles ab. Ich habe keine Höhenangst, gar nichts. Ich habe auch so ein bisschen Kopfschmerzen. Ja. Boah. Echt komisch, ja. Dann konnten wir auf jeden Fall noch diesen Aufzug hier nehmen, der uns nochmal ungefähr 120 Meter weiter nach oben gebracht hat. Das ist dann diese Aussichtsplattform, die man auch von den Fotos kennt und ja, da wollten wir natürlich hin. Hey, hier kann man eine Rolex kaufen. Das ist ja wieder typisch Schweiz. Okay Leute, nach über 3 Stunden haben wir es fast geschafft. Hier geht's jetzt nach draußen. Alter, ey, mir ist wirklich schwindelig, ob man es glaubt oder nicht. Kommen Sie. Yay! Oh, kalt! Digga, lass wieder rein. Wow. Boah, das ist wirklich hoch. Wäre cool, wenn die Kamera nicht runterfällt. Wir haben hier oben auf jeden Fall gerade fast minus 20 Grad und der Wind ist brutal, Alter. Und hier geht's noch runter, aber leider kann man da nicht rumgehen. Das hier ist auf jeden Fall der Bahnhof. Ich bin froh, dass ich jetzt einmal hier war, aber ja, die Sicht heute ist halt nicht so krass. Loris, können wir wieder reingehen, mir ist kalt. Ja. Von dem Top of Europe ging es dann wieder einen Top weiter nach unten. Das war knapp. Und da konnte man dann auch durch so einen schönen Glaspalast gehen, wie ihr hier gleich sehen werdet. Das war auch ganz entspannt. Oh, oh, vorsichtig. Wow. Also hier gibt es auf jeden Fall auch so einen Eispalast, den wir jetzt gerade hier palassieren.
Hallo. I'm a clown. Oh, excuse me. First and second, yes. Oh, sorry. Okay, it's okay. Jeez. One more. Ich muss sagen, das war wirklich ein sehr, sehr ereignisreicher Tag. Mir hat es wirklich Spaß gemacht und ich kann jedem nur empfehlen, da mal hinzufahren, falls ihr dafür keinen Kredit aufnehmen müsst. Eine Sache, die ich mich noch frage, ich stelle mich da jetzt nicht an, aber warum wollen die alle ein Foto machen mit der Flagge von der Schweiz? Jetzt bist du respektlos. Naja, dann haben wir das jetzt auch. Toll. Und jetzt lassen wir schnell was essen, weil ich habe richtig Hunger. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich mache noch eine kleine Bewertung am Ende. Und ich mache das jetzt einfach hier. Komfort würde ich 3 von 5 geben. War jetzt schon ein bisschen anstrengend, der Ritt. Aber am Ende hat es sich definitiv gelohnt. Essen gab es nicht, fällt weg. Service gab es nicht, fällt weg. Naturerlebnisfaktor wieder 5 von 5. Preis-Leistung, ja, 2 von 5. Also es ist schon arschteuer. Kommen wir am Ende auf 10 von 15 möglichen Sternen. Aber es lohnt sich schon. Also man muss es mal gemacht haben, wenn man hier in der Nähe ist. Und würdest du es als Schweizer nochmal machen? Nee, würde ich nicht. Ich würde eher etwas tiefer gehen, um Snowboarden zu gehen oder Skifahren zu gehen. Ja. Aber trotzdem, man muss es, es ist so wie eine Geschichte, weißt du? Man muss es auch gesehen haben. Ja, genau, man muss es einmal gemacht haben. Deswegen, ich war jetzt hier. Ja! Yeah. Und damit abonniert den Kanal. Haut rein, Leute. Ciao.